Dankeschön. Du brauchst keine Angst um mich zu haben. Ich schwöre, es ist so eklig. Ich schwitze wie ein Schwein. Ups. Ich bin gar nicht gemütet. Ich brauchte auch mal eine Erste-Hilfe-Kasten mit einer Stimme. Der hat so einen geilen Dialekt, ey. Ich feier die. Wenn der John noch mal Gas gibt, dann tut's meistens auch weh, ne? So. Nee, ich hab ja Gas gegeben. Ey, Gott sei Dank überlebt. Mein Gott, ey, die ganze Zeit den Heli da im Kopf, ey. Und da kann ich nicht mehr schlafen. Return to formation. So, wir kommen zum letzten Spiel, das heißt Alpha und Bravo. Das wird wie folgt funktionieren. Ich möchte bitten, Donny, dich zu diesem Heli zu bewegen, der hinter dir steht. Flup, dich zu diesem Heli zu bewegen, der hinter dir steht. EWQ-Oma, dasselbe. Zu dem rechten Helikopter. Donny, guck dir erstmal den Träger. Und Waldemar zu dem rechten Helikopter. Was willst du von mir? Der hat meinen Snicker gehabt. Nee, ich brauch keinen Snickers. Warte mal. Halt mal hier, denn. Hier, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. TMC, TMC. So, jetzt bitte alle in die Helikopter einsteigen. Bis auf die Leute, die jetzt noch hier stehen. Nur die Leute, die hier stehen, nicht, ja? Und Leute, steigen in den Helikopter ein. Es müssten zwei bei dir sein. Der Player kommt doch zu dir ran. Aber das, warte mal kurz. Nee, doch. Sag mal, der hat jetzt eigentlich das Spiel nicht erklärt. Der hat einfach nur gesagt, Alpha und Bravo, ja, du gehst mal dahin und du gehst mal dahin. Und dann? Ja, willst du doch erklären? Ja, erklärt. Mach doch mal. Guck mal den ganzen Rauch da draußen, ey. Ich hoffe, das ist PMC so. Warte, 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 Bravo wird gerade entführt. Oh. Sobald Bravo an dem Ort ist, an dem ihr sie abholen könnt, seid ihr, beginnt quasi euer Spiel. Wer als erstes seinen Teampartner wieder hierher gebracht hat, gewinnt das. So, wer ist denn jetzt bei mir hier? So ist es. Ihr werdet jetzt gerade entführt und könnt, sobald ihr gelandet seid, könnt ihr eurem Teampartner sagen, wo es hingeht. Und wer als erstes wieder mit seinem Teampartner hier ist, hat gewonnen. Also eure Kollegen müssen euch holen. Ihr müsst dort warten, wo ich euch hinbringe. Okay, also wir dürfen noch nicht weglaufen von dem Ort. Wir dürfen nicht entgegenlaufen oder so. Genau. Nur euer Teampartner hat. Ich hab schon gestartet. Ich setze meinen gleich dort ab. Nein, wir müssen sie absetzen dort und dort. Also ich setze im Umkreis von ungefähr 2 Kilometern ab. Und dann haben wir jetzt, dann die anderen haben das Startsignal quasi, wo sie hin müssen. Und dann müssen sie los. Die anderen müssen den holen, den wir jetzt absetzen und wieder zurück zu dem Punkt bringen, wo wir jetzt... Dass er nicht die ganze Zeit redet hier. Wer denn? Ah, der von Bruderschaft. Marv. Wir sind im Video lachen, weil er gerade die ganze Zeit was an TS sagt und sagt. Wir halten jetzt. Diesmal werde ich keine Kohle machen, ey. Das gibt's nicht, ey. Das war nochmal das erste Spiel, dieses Rad. Er fand Penicillin, wer den Buchdruck.
wird hier raus? Also der Herr Blub steigt jetzt bei mir gleich aus, ich werfe gleich die Seile raus und der kann bitte aussteigen. Okay. Und dann warte ich hier. Genau, du wartest dann einfach hier. Theoretisch schon. Gut, dann mach ich das. Können wir ja nicht nachvollziehen. Okay, ja, gut. Dann. Aber der darf noch eh noch nicht los. Die Teams dann alle gleichzeitig los. Okay, dann weiß ich Bescheid. Und los.
Ja. Du darfst mit dem Heli fliegen? Hey, steig aus! Ich war erste, steig aus! Ich starte! Und dann warte ich jetzt mal hier gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den zurückbringen muss. Scheiße, ich glaube schon. Hilfe! Hilfe, Karot! Karot ist dein Partner? Ich war schneller am Heli. Hilfe, Karot! Hilfe, Karot, hilf mir! Hier sind die Ravenwood-Leute! Hilf mir einer, Karot! Hilfe, der kommt über mir. Hilfe, Karot! Alpha! Komm, steig ein! Bei mir ist alles super. Bitte geh langsam weg von mir. Okay. Karot. Okay. Ich hab da alle Alpha, wir müssen wieder zurück, ne? Karot, hilf mir doch mal! Juhu! Noch nicht! Ich hab ja den Heli, den Heli. Karot, Hilfe! Karot! Hilfe, hier sind ganz viele Ravenwood-Leute! Karot, hilf mir doch mal! Ich glaube, jetzt spiele ich meinen Joker aus. Damit haben sie nicht gerechnet. Karot, hilf mir! Ist das richtig, was ich jetzt gemacht habe? Karot, hilf mir! Ich hab gewonnen! Naja, das finde ich schon nicht gut, wenn einer mit dem Heli fliegen darf. Ja, wer schneller ist am Heli? Das ist doch totaler Schwachsinn, ey! Hilfe, Karot! Mann, Karot! Der Karot ist hier, kannst du kriegen? Karot, warum rettest du nicht deinen Freund? Du kannst den Heli haben. Ich brauch ihn nicht mehr. Will der mich verarschen? Warum steht der denn bei dir rum? Ich mach hier so ein schönes Feuer und so. Ich war schneller, sorry, Schatz. Ja, das kann doch nicht sein, dass er mich dann gar nicht abholen kann.
Hey, ihr Ravenwood-Spaten, ich glaube, ihr müsst mich mitnehmen. Hey, der Donny, es hängt da ganz alleine rum. Jemand muss ihn abholen. Du wirst schon abgeholt. Weißt du, wärst du mit mir in einem Team, Tim? Ich hätte dich direkt gerettet. Direkt. Nix, ohne mit der Wimper zu zucken. Was ist denn das hier für ein Abfang, Kette? Jetzt kommst du mit dem Orca. Ich brauche hier keinen Orca. Mir reicht einfach ein ganz normaler Heli hier, ey. Ey, ich hätte dich sowas von... Weißt du, wie schnell ich zum Heli gerannt bin? Ich habe diesen Karren weggeschubst. Das war irgendwie bei dem Kiko vom Kahn-App. Wer schneller ist an dem Heli. Der Tim fehlt noch, weil sein toller Kollege dich abgeholt hat. Du läufst doch jetzt nicht zurück. Du bist doch gerade abgeholt, Tim. Oh nein, er guckt gerade so traurig. Tim! Hey, Ravenwood, wo seid ihr denn? Hallo. Stimmt. Aber Tim, du bist nicht der Einzige, der fehlt. Die Oma fehlt auch noch. Donny, du sollst in den Heli kommen. Ach so, mach der schon. Oh, guck nur nicht so traurig. Ganz tolles Spiel. Das war das Schwachsinn, ey. Ja, sorry, er hatte wirklich den kürzesten Laufweg. Dein Kumpel hat leider auf... Er hat leider aufgegeben, dein Kumpel. Und ja. Ich bin gerade noch sprachlos. Ich kann das nicht mal eine Minute einfach mal sacken lassen. Ihr wärt auch nicht letzter gewesen, Oma ist nämlich noch unterwegs. Wie einfach war das denn? Der hätte rüberlaufen können, mich abholen. Ja, der war schon wieder da. Habt ihr den Rauch gesehen von da hinten? Schon klar. Freunde, findet euch mal bitte ganz kurz hier wieder ein. Das waren unsere Länderspiele. Es ist leider etwas kürzer ausgefallen wie geplant, da wir kurzfristig weiter. Danke. Deine Stimme kommt verhackt. Du hast Probleme mit deiner Internetverbindung. Ach, ich schütze wie ein Schwein. Ey. Four, rally up. Redet. Eure Stimmen kommen nicht gut an. Wir haben die
da. Ah, dann hat das PC-Probleme. Wer hat PC-Probleme? Server-Probleme. Ja, Lag-Probleme. Die durch. Ah. Bye-bye. Problem. Server-Problem. Das ist mein Abschlussbild von der letzten Folge, ey. Das wird das Thumbnail sein, ey. Ich lasse das jetzt einfach mal auf mich wirken selber. Welches? Scheiße! Aus dem Spiel empfiehlt Pink to High. Gut, Leute, dann werden wir kurz die Aufnahme abbrechen. Mal gucken gleich, was noch passiert. So. So. Alle mal bitte. Alle außer Donny mal bitte zu mir kommen. Voll traurig. Ja, ich nehme gerade wieder auf, weil wir wurden gerade abgeholt. Ich darf leider eigentlich nicht dabei sein. Da habe ich gesagt, ich mache das Video. Dann einer fehlt noch, oder? Jetzt wird hier am Airfield die offizielle Übergabe, es gab gerade Serverprobleme. Die Oma fehlt noch, genau. Die wurde gerade wieder gekickt. Die ist auch nicht mehr online, ja. Dann gebe ich das Geld später. Komm mal mit zum ATM. Ja, und der Rockstar benutzt hier scheinbar gerade, macht hier gerade diese offizielle Geldübergabe. Für Joker hatten sie kein Geld mehr und die Vogel von der Ravenwood sind erst gar nicht hier. Praktisch ein gelungener Abschluss. Alter! Dieser Rough John, der den dritten Platz an, John Lord. John Lord, dritter Platz! Wir hören das jetzt trotzdem an. Herzlichen Glückwunsch! Dritter Platz, John Lord. Preisgeld. Nein, Moment bitte. Das Preisgeld für euch beide zusammen ist 150.000, also bekommt jeder von euch 75.000. Okay. Was, gibst du ihr das dann sozusagen oder soll ich das erstmal nehmen? Und hast du den ja, 1 Dollar bekommen? Ja, kann man. Auch angekommen? Jo, kann man, dankeschön. Gut, ja, der Oma gebe ich das später. Alles klar. So, jetzt der dritte Platz. Das war Team Brasilien mit Black Kiwi und Waldemar. Dritter Platz? Ja, sind wir nicht Zweiter? Noch ein Dritter? Zweite Platz, meinte ich ja, Entschuldigung. Man hört hier, der Rocketeer hat hier alles zur Kontrolle. Keiner vermisst den Joker. Das Preisgeld für euch zusammen ist 350.000, also kriegt von euch jeder 175.000. Da war nicht 250.000 schon im Forum. So scheißegal. Psst. Nein. Ja, kann man. Direkt ein. So, ja, beide bekommen? Alles klar, okay. So, jetzt kommen wir zu den Siegern. Alter, cool, wie Geld das ich habe. Team Deutschland mit Blub und The Player. Cheater! Herzlichen Cheater! Glückwunsch! Hacker! Euer Preisgeld Hacker. Ist zusammen 500.000. Also bekommt jeder von euch 250.000. Ja? Jo. Hat ja auf diesen Karot angekommen. Angekommen? Ja. Bei dir auch, The Player? Ja, bei mir ist 1 Euro.
Ja, sollte ja auch erstmal. Wir sind angekommen. Weil wir haben euch verarscht, ne? Jetzt werden die abgeknallt in der Safe Zone. Habt ihr beide bekommen? Jo. Alles klar. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Ich wünsche. Und dann sind jetzt für euch auch die Spieler. Natürlich. Warum sie wünschen? Guck dir das doch mal an, die mit der Kartoffelnummer sind jetzt hier plötzlich Erster geworden. Hab ich gleich was vorbereitet. Ja, das war ja auch gutes Roleplay. Also gut. Geschmacklich so verständlich rübergebracht. Hey, das mit dem Stroh war viel besser. Das war voll billig. Ich möchte am Abschluss nochmal sagen, dass der Joker das wirklich immer sehr, sehr cool macht und generell die ganzen Jungs von der Bruderschaft. Deshalb von meiner Seite aus vielen Dank an euch. Ja, ja, es war ja, sehr schön organisiert. Ich mag euch. Ich verneige mich vor der Bruderschaft. Einzig und allein, dass die Leute von der Ravenwood mitgemacht haben, das war, sagen wir mal, so das, was hier nicht gepasst hat. Aber ich denke da mal, da können wir beim nächsten Mal was neue Leute finden. Naja, es waren halt von ein paar Leuten die die Anschläge angedroht und deswegen haben wir das halt gemacht. Hättet ihr so, euch auch ein paar Hasen aufstellen können? Drei Leuten, ich hatte jetzt noch von drei Leuten die Waffen, das waren The Player, Waldemar und Blub, glaube ich. Die kommen nochmal mit zum Heli. Ja. Ey Blub, ich will deine Waffe haben. Wir sind hier direkt bei Ravenwood, da kann ich da mal hinlaufen. Ja, kannst du mal Hallo sagen, Maku. So Blub, dann nimm du mal deine zuerst raus. Das ja, war ja die mit dem Visier, ne? Ja. Da kommen sie gerade. Gut, jetzt kann die andere, jetzt kann... Ja. Dann guten Tag. Mal. Dann ja. Wo ist eigentlich Joker? Joker, wo bist du? Real Life oder Gaming? Und Chase ist noch voll weit weg zwischen denen. Ich lauf nochmal rüber. In der Hoffnung, dass ich die Spaten hier treffe. Yeah, buddy. Ich bin Zweiter geworden. Ja. Also, was ihr euch gerade wundert, das Ende des Videos läuft so ab, dass ich nochmal kurz zu Ravenwood rübergehe und mich dafür bedanke, was für tolle Dienste sie geleistet haben. Tschüss. Tim, wo gehst du jetzt hin? Wir sind auch nur noch 350 Meter bis zu deren Hauptbasis. Warum machst du das denn noch? Mit echtem Leben? Sorry, Sebastian. Hört ihr gerade der Teacher zuhören? Nee, der Sebastian. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, jetzt mal hier als nicht als als Rolle, sondern in Real Life. Echt super, dass die Jungs deiner Bruderschaft das immer wieder machen. Und wenn jetzt nicht solche Serverprobleme gehabt hätten und wenn sich leider nur so wenig Leute angemeldet haben, ich denke, man hat sich gewünscht, dass noch ein, zwei Leute mehr teilnehmen. Dann wäre das so noch ein Stückchen geiler geworden. Bin nur froh, dass Murat nicht dabei war. Ja, der Tim läuft wieder zum Ravenwood Hauptquartier. Und will da, glaube ich, wieder rumschreien. Ich glaube, wieder Dortmunder Hurensöhne rumschreien. Ich glaube auch mal, dass die Jungs gar nicht da sind. Ravenwooder Hurensöhne. Ah doch, da stehen ein, zwei Helis, da können wir doch mal vorbeischauen. Ah, da stehen sie doch. Dann werde ich mal gerade wieder auf RP-Modus wechseln. Hi! Ich gehe auch jetzt da hin. Das ist voll weit weg. Ah, schönen guten Tag! Ja, grüezi, mein Freund! Ich wollte mich nur mal bedanken. Hier ist auch eine Tür. Dass ihr gerade da gewesen seid. Bei diesen tollen Länderspielen, die Bruderschaft veranstaltet haben. Das fand ich echt super. Das Einzige, was ich schade fand, ist, dass keiner von euch gestorben ist. Ansonsten hatte ich echt sehr viel Spaß dabei. Ja, das sieht man, ne? Wir sind alle ziemlich gut ausgebildet. Wir sterben nicht so schnell.
Leider ist mein Hass auf Ravenwood immer größer geworden, weil man ja jetzt ja den, meinen guten Freund den Arno Dübel nicht freigelassen hat. Euer Ricola Schnittchen hier, Arno Zuckerli, nicht Arno Zuckerli, sondern wie heißt der? Alfredo Zuckerli hat ihn ja nicht rausgelassen von seinem Dienst erfüllt, das finde ich echt traurig. Das... Ja, ich leite auch, weil ich glaube, das wäre echt lustig gewesen mit dem Arno Dübel. Schade, dass der da nicht da war. Merkt man aber, dass ihr auf jeden Fall euren Laden nicht im Griff habt und wenn einer euch einen Anschlag androht und ihr müsst mit 8 Mann kommen, dann funktioniert bei euch was auf jeden Fall nicht richtig, ja? Ja, das stimmt vielleicht. Ich nehme dich mal kurz fest. Oh, nehme dich mal nicht fest. Hey! Du hast gar keinen Grund, mich hier gerade festzunehmen. Toll, dass wir das alles noch aufnehmen. Jetzt hier, mein Freund, alles klar? Du hast überhaupt keinen Grund, mich hier gerade festzunehmen. Ja doch. Du hast mein Land Indien beleidigt vor dem Batman. Ich hab dein Land nicht beleidigt, aber da ihr den Arm nicht rausrückt, da kann ich nur sagen. Ravenwooder Hurensöhne, schalalalala. Ravenwooder Hurensöhne, schalalalala. Ravenwooder Hurensöhne, schalalalala. Ey, du bist tot. Achso, doch nicht. Sag mal, seid ihr denn komplett und seid ihr denn komplett spaßbefreit, Jungs, ey, das gibt's doch nicht. Oh. Das war doch nur Spaß, du Idiot! Geht jetzt wieder besser. Oh Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Boah, ey, Mütze. Ey, guck bitte mal in meinen Rucksack rein. Ey, Ottmar. Uwe Knopf, du haltst dich jetzt da bitte raus. Alles klar, ich lass dich jetzt frei. Ich lass dich jetzt frei, dann mach. Sag deinen Text zu Ende, du langweilst mich nur. Ja, echt? Echt? Komm, Freund. Da ist der Ausgang, du weißt, wo der Maul das Loch gelassen hat. So, meine Abflug. Freunde, jetzt werdet ihr alle sterben. Schieß, Blub, schieß! Blub, das war jetzt dein Einsatz, du musst schießen. Nein, ich hab auch geschossen. Hallo, Blub. So ein scheiß Verräter, ey. Das sieh ich mal, du kannst niemandem mehr vertrauen, mein Freund. Ich hätte mir so gewünscht, dass der Arno dabei ist und dieses Ricola-Schnittchen. So, mal gucken, in welches Schweinchen ist der Bub denn gerannt? Ey, aber Arno, beziehungsweise Ottmar. Was los? Jetzt komm, jetzt mach mal. Ottmar, wenn das jetzt das Ende ist, ja, was würdest du denn dann sagen? Ich grüße meine Kuh Benita, ich liebe dich. Ja, Blub, und Donny und Black Kiwi und Blub und natürlich mein Bochumer Jung Daniel. Ich liebe euch. Sie rennen hier bewaffnet Grüße aus Indien. Nein, du musst jetzt die Folge beenden, mach es, Junge. Und klapp, fertig, Bitch. So funktioniert das nicht. Was er sagen will, macht's gut und bis dahin. Auf Wiedersehen. Ganz genau, das will ich auch zu Ihnen sagen, Herr Blub. Ich